Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Ja. In der letzten Folge meine ich, mich zu erinnern, dass wir die ins dritte Jahr gekommen sind, ne? Und dass wir noch ein bisschen das Haus verändert haben, das war, glaube ich, auch irgendwie noch Thema in der letzten Folge. Und dass wir auf jeden Fall die Fähigkeiten wieder von allen hochschrauben. Ja, und das mit den Bedürfnissen auch natürlich machen. Ja, also wir haben auf jeden Fall den Lebenswunsch von Kati verändert. Und zwar ist es jetzt Laufbahnwissen. Vorher hatte sie Laufbahnspaß, aber das war nicht so ganz. Vor allen Dingen haben wir nie wirklich die Wünsche erfüllt, die sie hatte. Und beim Adam war das genauso der Fall. Partys haben wir nie gemacht. Zumindest hatten wir nie die Zeit dazu. Also, ja. Und deswegen habe ich bei Adam zum Beispiel, bei Adam habe ich die Laufbahnfamilie gewählt. Das heißt, er hat jetzt auch den Wunsch, sich mit Kati zu verloben. Das können wir auch stattfinden lassen. Ja, und die liebe Kati möchte gerne ihre Seminararbeit schreiben, was wir ihr natürlich auch erfüllen können. Du brauchst Logik. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Gut, du bist. Wieso bist du eigentlich nicht in der Uni? Ach so, weil ihr wahrscheinlich gerade eben erst ins dritte Jahr. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Und zwar, du machst hier, stimmt, du wirst vielleicht sogar mal was essen. Vielleicht könntest du ein paar Sandwiches machen. Der Theo, das brauchst du nicht. Wer hat denn jetzt den. Gut. Hat jemand am besten die Mechanik? Oh, Kati könnte. Aber ich glaube, Theo könnte das jetzt auch mal erledigen. Mit Epigel lernen wir gerade Mechanik und Sauberkeit. Das sind die zwei letzten Punkte, die sie dann braucht. Da haben wir erstmal wieder Ruhe. Jo. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das Spiel mal laufen. Okay, wo ist Adam? Achso, ja, stimmt. Vielleicht solltest du alle gehen, alle bitten zu gehen. Oh nein! Was ist denn jetzt los? Ja, dann bereite das auch weiter zu. Ach so. Ja, ist ja gut. Du kannst aufhören, dann kannst du das nächste lernen. Oh, die sind alle immer so mies drauf, aber vielleicht kriegen wir das noch in den Griff. Mit Sicherheit. Ja, was ist denn jetzt dein Problem? Ja, deswegen habe ich dir gesagt, dass du Sandwich machen sollst. Und du schläfst. Oh ja, du musst schlafen. Okay, gut. Du guckst. Also reparieren hast du auch gerade keine Lust, ne? Also manchmal machen die, was sie wollen. Ne? So, jetzt sag mir, bist du gut gelaunt oder nicht? Außerdem gibt das Punkte. Was hast du eigentlich für Wünsche? Schlambada tanzen. Mit jemandem tanzen. Über Hobby reden. Roman lesen. Wie wär's, wenn du ein Buch liest? Liebesroman. Ach.
Ich mag aber jetzt nicht ans Telefon gehen. Na gut. Abheben. Und dann kannst du ein Buch lesen. Stopp. Nee. Gerade beschäftigt mit Essen. Es tut mir echt leid. So, du isst schön brav. Das ist in Ordnung. Wie sieht's bei dir aus? Wann musst du denn eigentlich zur Uni um 15 Uhr? Und dann sehen deine. Oh Mann. Ja, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hinterher kannst du ein bisschen aufs Klo gehen. Und dann könntest du dir. Okay, du bist scheiße drauf. Theo hat in einer. Und warum gehst du nicht? Selbstständig? So, jetzt krieg den letzten. Krieg den Punkt, krieg den Punkt. Na hopp, geht doch. Du darfst es wegräumen. Du bist. Ach ja, okay, gut. Schön am Essen, ne? Du musst. Du bist schon fertig, okay. Schnarch doch nicht so laut. Oh, was ist jetzt passiert? Natürlich. Heißt du wieder. Nein, du brauchst das nicht wischen. Da kommt immer wieder neues Wasser nach. Oh Mann. Ist bestimmt ganz toll, wenn man die Brühe ins Gesicht gespritzt kriegt und dann noch zur Uni muss. Aber bitte mach das noch fertig, ne? Dann kannst du die Reste weglegen. Das kannst du auch alles weglegen und dann kannst du duschen gehen. Nicht rumbasteln. Duschen. Und dann spielst du einfach ein bisschen spielst du ein bisschen Fernsehen, ne? So, dich müssen wir ein bisschen aufpäppeln. Das heißt, du gehst aufs Klo und gehst vielleicht auch mal nochmal duschen und dann Fernsehen. Aber ich glaube, das schaffst du noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, ob du das Duschen noch hinkriegst, weil ich glaube, du wirst gleich auch zur Uni gerufen. Habe ich es mir gedacht. Geht's auch schneller? So, ein bisschen spielen. Ja, wir sind auch mit Abigail sind wir auch in einer Studentenverbindung, aber das war eigentlich nicht die, die ich gedacht habe, dass wir haben wollen. Ja, Gerd, ich weiß, wir haben uns länger nicht mehr gemeldet. Es tut mir auch echt leid, aber ich habe halt keine Zeit, ne? Oh, wir sind wirklich gut mit ihm befreundet. Das heißt, wir müssten mal. Ob das. Ich weiß halt nicht, wer sonst noch in der Bruderschaft ist. Reicht das, wenn ich mit zweien? Oh, du bist ja wieder da. Und wie sieht's aus? Du siehst richtig mies gelaunt. Nimm doch die Reste. Was könnten wir denn? Dann nimm halt Spaghetti. Oh Mann. Das sieht alles sehr toll aus. Roter Balken ist immer genialer Fortschritt. Oh Mann. Dafür sind wir aber schon im dritten Jahr. Ist das nicht toll? Nur noch das schaffen und das vierte Jahr und dann sind wir aus der Uni draußen. Muss ich erstmal gucken, wann wir das nächste Mal dann wieder auf die Uni gehen. Ich denke mal, das wird dann noch ein bisschen dauern. Vielleicht die übernächste Generation oder so.
So, dann gehst du mal aufs Klo. Hast du schon wieder einen Anfall? Ich weiß, es tut mir leid. Hör Musik. Du gehst aufs Klo und dann kannst du deine Seminararbeit schreiben. Na? Buff da, buff da, buff da, buff da. Yeah. Scheint ja gute Musik zu sein. Naja, soll er ruhig. Sei ihm gegönnt. Damit er ein bisschen wieder nach oben kommt mit seiner Laune. Roman lesen. Verhalten im Brandfall lernen. Was hast du für Wünsche? Schach spielen? Seminararbeit schreiben? Das können wir dir eigentlich mal merken, damit das nicht verschwindet. Und du möchtest dich immer noch mit Kati verloben. Ja, das ist auch kein Problem. Wir müssen nur mal einen Zeitpunkt finden, wann wir das mal machen. Weil die Uni lässt halt nicht sehr viel Freizeit. Ah ja, ihr seid auch wieder da. Dann könntest du vielleicht mal Schach spielen, wenn dir danach ist. Und du könntest. Ja, natürlich bist du. Aber das ist doch. Das macht doch bestimmt Spaß. Los. Oh, toll. Dann nimm dir mal Reste. Vielleicht haben wir ja noch einen Teller Spaghetti. Ach, aber wahrscheinlich kannst du den da nicht hinlegen, weil du. Ach ja, doch. So, dann, wie wär's, wenn ihr euch mal ein bisschen mit Happen füttert und zuprostet? Dann gucke ich mal bei Kati vorbei, was du hier treibst. Wie weit du schon vorangekommen bist. Achso, was fehlt dir denn? Logik. Kein Problem, denke ich. Ich denke mal, wenn die alle mal so ein. Was ist denn? So. Ihr seid jetzt, was das Bedürfnis betrifft, alle ganz gut soweit. Oh. So, du müsstest vielleicht mal aufs Klo, dann. Aber das machst du bestimmt, ja, genau, das machst du von alleine. So. Dir fehlt echt Spaß. Ach, wie schön. Das ist aber toll, dass du das hingekriegt hast. Das kann ich dir markieren. So, warte. Adam lehnt Verlobung ab. Naja, wenn er dich fragt, dann liegt das ganz allein bei dir, ob du das haben willst oder nicht. Könntest du dir noch ein paar Reste nehmen? So, wie sieht's aus, Adam? Das kannst du dir nehmen. Du hast noch nicht deine Seminararbeit geschrieben. Dann, du bist doch nicht mehr ganz so weit entfernt davon. So, dich haben wir auch so weit ganz aufgepäppelt. Aber ich denke mal, du könntest ein bisschen Fernsehen dann gucken. So. Was mache ich mit dir? Du könntest noch mal davon was essen, wenn du willst. Und dann duschen gehen. Es ist immer so schlimm mit dem Hunger von denen. Es ist angenehm und wir können uns auf einen wolkenlosen Himmel freuen. Das freut mich, dass das Wetter wenigstens halbwegs in Ordnung ist. So. Gut, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Du baust deinen Spaß auf, denke ich. Dann könntest du dir auch auf Dance TV schalten.
Vielleicht ist das ja viel lustiger, siehste Mal. Steig doch schon. So, was ist mit dir? Dein Spaß ist der Wahnsinn. Euer Hunger ist aber auch nie zu stillen, oder? Du könntest mal mitgucken. Puh. Ja, dieses Blubber-Ding, das wäre vielleicht noch eine Idee, aber ich mag halt direkt nicht immer alles wieder ausgeben von dem Geld, was wir uns erst angespart haben. Auf jeden Fall könntest du ein bisschen tanzen oder Adam hat allen Versuchungen. Oh ja, da bin ich auch stolz auf dich. Magst du vielleicht weitermalen? Ist das vielleicht in deinem Sinn? Ich hab dir doch. Du könntest doch auch tanzen. Du baust jetzt erstmal deinen Spaß auf. So. Oh mein Gott. Okay. Gut, 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 gut. Du bist auch so weit. Ah. Ein Kreativpunkt hast du gekriegt. Da, das ist aber auch schön. Ich, mein Gott. Also die sind echt sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Dann spiel doch am Computer, Mann. Oder baut dich das nicht auf? Du gehst ins Bett, okay. Baut das denn? Warte, weißt du was? Dann machst du halt mit. Ja, du kannst dich ruhig setzen. Könnt ihr kuscheln? Oh ja, ihr könnt kuscheln. Na hopp. Kuschelt doch. Nein. Ich hab doch eigentlich gedacht, dass ihr. Ihr könnt ja rumschmusen. Wenn das auch Spaß macht. Wissen wir nicht, ob das Spaß macht. Das bringt auf jeden Fall Komfort. Oh Mann. Techtelmechtel können die noch nicht als Teenager, oder? Ihr könnt auch zusammen tanzen, oder? Jetzt tanzt doch mal. Mach mal und dann mitmachen. Achso, du hast ja genug. Dann kannst du schlafen gehen. Oh, was ist. Ja, okay. Geh duschen. Sehr schwierig im Moment, die Sims. Also in dem Wohnheim war es doch leichter, was das alles so angeht. Oh Mann, ich weiß ja nicht. Komödie und Huhn. Dass du ein bisschen Spaß wieder zusammen ha hast. So, dann könntest du noch mal aufs Klo gehen und schlafen, bitte. Du hast jetzt genug Spaß, Madame. Du gehst jetzt auch noch mal aufs Klo. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Wie wär's? So. Oh. Was für eine Uhrzeit, um jetzt schlafen zu gehen. Oh Gott. Kati muss um 8 Uhr los. Und. Oh, ja, da habe ich nicht drauf geachtet, auf die Zeit. Ist das nicht schön? Dann musst du jetzt schon wieder aufstehen. Das tut mir echt leid. Ich hoffe, wir kriegen mal einen anderen Tagesablauf hier rein. Du könntest Frühstück servieren. Mach mal. Gefüllte Waffeln. Sie muss auch schon in einer halben Stunde, glaube ich, wieder los.
Das heißt, mit dem Essen wird das auch nichts. Dann musst du aber auch nicht aufräumen. Habe ich es mir doch gedacht. Ich habe es mir echt gedacht. Was ist mit dir? Du schläfst noch. Sollten uns irgendwann überlegen, ob wir nicht doch mal bessere Betten uns anschaffen, damit die Energie schneller hochgeht. Du könntest ruhig mal aufräumen, oder? Und dann das mal recyceln. Und ich glaube, hier ist noch eine, die du recyceln kannst. Post kriegen wir anscheinend noch nicht. Oh Gott. Dann kannst du das mal reparieren. Das ist richtig toll. Oh nee. Mach weiter. Du solltest vielleicht mal was essen gehen, mein Lieber. Und du auch. Deswegen wecke ich euch jetzt einfach. Und du, wie weit? Dann kannst du das mal säubern, aufwischen, aufs Klo gehen, säubern, duschen. Und kriegst noch einen Sauberkeitspunkt. Ist das nicht toll? So. Ich bin wirklich froh. Ich bin mal echt gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege mit denen später in einem Haushalt. Das wird richtig spaßig, wenn die dann auch noch Kinder kriegen. Oh ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Wenn das jetzt schon lustig wird. Dann geh mal ans Telefon. Ihr könnt euch ja. Okay, sie würde auch ans Telefon gehen. Mal gucken, wer als erstes dran geht. So, wie sieht's aus? Hast du deine. Du müsstest deine Seminararbeit schreiben, mein Lieber. Ja, ich weiß, du bist auch an dem Computer, aber das geht jetzt nicht, weil du jetzt duschen gehst. Und dann solltest du vielleicht noch mal was essen. So, du bist auch noch nicht so weit. Dann ess mal ein bisschen noch mal was. Also zunehmen tun sie, aber wirklich den Hunger stillen? Ah ja, schön. Dann hast du das auch erledigt. Dann brauchen wir um dich ja nicht kümmern, ne? Im Moment. Oh nein. Ich hasse das. Das kannst du auch direkt abspülen. Geil. Könntest auch noch mal Reste nehmen. Gucken, was es so gibt. Nochmal Sandwich. Ja. Dasselbe kann ich dir ja auch auftragen, dass du den Teller aufisst. Genau. Du wolltest auch einen Teller nehmen. Das. Oh ja, okay. Wusste ich gar nicht, dass da noch ein Sandwich drauf ist. Das sieht man ja auch nicht. Okay, 33 Stunden bis zur Abschlussprüfung. Kathi, sollten wir auch mal gucken, dass sie endlich den Logikpunkt kriegt? Logik. Danach kannst du ein bisschen üben. Dann müssen wir gucken, dass sie endlich mal ein Date haben. So, auch du musst leider jetzt zur Uni gehen. Und wann bist du dran? Um 16 Uhr. Oh Gott. Du bist so lahm. Und du bist so müde. Wir müssen echt mal gucken, dass sie regelmäßig. Also ich meine, zu einer gewissen Uhrzeit irgendwie mal schlafen gehen. Gleich darf der schon wieder weg. Dann schafft er es nur noch zu duschen, hat immer noch Hunger und schläft dann auch gleich wieder ein, ne? Dann bleibt schon wieder keine Zeit für ein Date.
Deswegen hoffe ich, dass sie so schnell wie möglich alle ihre Fähigkeiten fertig haben und die Leistung halbwegs oben. Und dann können wir uns endlich mal wieder auf ein paar andere Dinge konzentrieren. Ich werde das jetzt auch mit dem Studenten, mit der Studentenverbindung sein lassen, weil ich jetzt keine Lust darauf habe. Vielleicht mache ich es noch, vielleicht auch nicht. Dafür müsste ich mal Zeit haben. Ja, warte mal. Wenn wir den jetzt zum Beispiel anrufen, du bist ja, weißt du, gerade wo du dich einmischst, ich wollte dich gerade anrufen. Hast du jetzt eigentlich den Punkt gekriegt? Oh. Nee, warte, du machst das jetzt noch fertig, weil so lange dauert das ja nicht mehr. Gut. Anrufen, Sim. Bitte. Theo ist schon wieder zu Hause. Okay. Bewundert werden. Okay, solange nur das ist, ist mir das andere egal. So, du einladen. Ja, von mir aus, dann bringe einen Freund mit. Du könntest vielleicht mal das Bett machen. Ja, Erich. Wie läuft's? Und schon war er wieder weg. Ja. So kann's gehen. Ich glaube, da. Bist du jetzt wichtig? Vorschlagen, über Nacht zu bleiben? Nie? Kanntest du den anderen? Oder war das nur der Adam, der den... Ja, natürlich. Den Egon. Aber jetzt befreuen wir uns mal weiter. Ich meine, wir sind... Nein, 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 nein. Ich möchte da auch nicht mit der Familie spielen. Können und ein bisschen tratschen und ein bisschen plaudern. Schmutzigen Witz erzählen, bewundern. Was das Herz begehrt. So, du wirst jetzt das hier essen. Oh. Seit wann hast du dein Interesse? Also hast du auch Blitze mit Kati? Ach, weil ihr dieselbe Laufbahn habt? Das ist ja interessant. Sehr interessant. Dann kannst du das ja auch noch aufessen. Und dann kannst du alles abspülen. Und sauber machen. Und Abendessen servieren. Wie wär's mit Spaghetti? Du bist ja soweit fertig. Das ist in Ordnung. Was macht ihr hier? Du willst direkt wieder schlafen, ne? Ja, habe ich es mir gedacht. Ihr wollt beide schlafen von mir aus. Nee, komm. Weißt, also manchmal, du könntest doch vorher aufs Klo gehen. Was ist denn da los? Nee, weißt du stehst jetzt auch auf. Nee. Komm. So, und jetzt reicht mir das. Ich hoffe, ich krieg ein halbwegs günstiges Bett. Oh, wer will denn jetzt schon wieder schlafen? Nein! Das kann nicht in die Tüte. Aber ihr braucht unbedingt andere Betten. Also das kann ja wohl nicht sein, dass das mit der Energie so lange dauert. Energie 3, was habt ihr denn gehabt? Energie 2, okay. Ja, das wäre schon verlockend. Okay, weißt du was? Für die Energie tun wir das. Solange die dann endlich gescheit ausschlafen und schnell ihre Energie wieder zusammenkriegen, ist mir das
Das Pferd. Außerdem haben sie ja noch 2100 Simoleons. Gut, dann schicke ich dich jetzt schlafen. Warte, vorher gehst du noch mal aufs Klo. Und dann kannst du schlafen gehen. Und ja, du solltest vielleicht. Warte, was könntest du denn? Snack knabbern, Chips, Süßigkeiten, Plätzchen, trinken. Weißt du was, du isst jetzt Chips. Und du kannst dann gleich auch aufs Klo gehen, ins Bett gehen. So, du machst noch Essen, das ist in Ordnung. Füllt das denn so halbwegs die. Oh nein, was machst du denn? Oh. Das hat uns jetzt auch noch gefehlt, ne? Ne? Muss das sein? Ihr seid echt genial. Ach Mann, was. Nee, jetzt. Aufwischen. Ich muss weg. Bitte sei nächstes Mal. Ja, ist ja gut. Hauptsache, du kommst extra vorbeigefahren, um mir das zu sagen. Die sind wahrscheinlich jetzt verbrannt, ne? Tja. Die brauchst du erst gar nicht servieren, die sind nämlich Müll. Das hast du richtig toll hingekriegt. Theo. Ach Mann. Dann geh schlafen. Du brauchst hier jetzt nicht. Nee, komm. Irgendjemand muss. Du machst jetzt das nochmal. Und weh, du verkackst das wieder. Dann ist was los. Gut. Aber bevor der das auf den Herd stellt, würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Die Sims 2. Und ob das Haus, ob die Küche jetzt nochmal brennt oder nicht. Ja. Und bis dahin sage ich Tschüss.